Was muss ich für Noten vorweisen, um ein Vollstipendium in den USA zu bekommen? Das Vollstipendiumsthema ist ja sofort bei vielen Leuten präsent, wenn sie sich überlegen, kann ich in den USA studieren? Weil viele Leute wissen, die USA sind normalerweise das teuerste Land der Welt zum Studieren. Mit Abstand. Und zwar, weil es alleine schon von den Studiengebühren das teuerste Land der Welt sein kann, je nach Uni. Und dann hast du natürlich noch die Lebenshaltungskosten. Miete, also Unterkunft und Vollverpflegung, was eben oben drauf kommt. So, und es gibt auf diesem Kanal ganz viele Videos zu diesen Themen. Voraussetzungen, Stipendien, Need-Based-Stipendien gibt es ja, basierend auf dem finanziellen Bedarf. Dann hast du das ganze Thema Arbeiten. Generell diese ganzen Themen der Finanzierung sind auf diesem Kanal vorhanden. Abonniere uns gerne, wenn es dazu weitere Fragen gibt. Ich möchte jetzt in diesem Video aber ganz konkret auf das Thema Noten eingehen. Also, was brauche ich für einen deutschen NC, Numerus Clausus, um dann auf der amerikanischen GPA-Skala, also des Grade Point Averages, so krass aufzufallen, dass Universitäten sich darüber unterhalten, ob ich vielleicht ein Vollstipendium bekommen kann. Und damit sind wir bei der Antwort. Und zwar 1,7 ist die magische Zahl. 1,7 oder drunter, also besser. Ja, wenn du jetzt eine solide Null vorm Komma hast, ist es umso besser. Oder je weiter du runtergehst von den Noten, umso höher die Chance. Worauf möchte ich aber ganz konkret hinaus? Generell braucht die Universität erstmal ein nötiges finanzielles Standing und die Kapazitäten, um dir ein Vollstipendium zu geben. Das sind ja Kosten am Ende, die bei der Universität entstehen, zu sagen, hey, du zahlst uns nichts, lieber Student oder Studentin, sondern wir zahlen deine Uni. Wir zahlen die Studiengebühren bei uns an der Uni. So, welche Unis sind das? Naja, die Unis, die sehr gut dastehen finanziell, sind auch oftmals die Bekannten. Nicht immer, aber es gibt hier eine sehr starke Korrelation. Das heißt, wenn du einen sehr guten Abschluss hast oder dich vom NC unter 1,7 oder besser bewegst, hast du damit automatisch auch die Chance, bei einer Top 100 Universität angenommen zu werden. Und damit hast du die Unterhaltung erst, die du brauchst, um dann an Gelder zu kommen. Also, worauf ich hinaus möchte, nutze den sehr guten Notenschnitt erstmal dafür, um reinzukommen. Und dann hast du eine Unterhaltung, losgelöst davon, ob die Universität jetzt ein Stipendium dir für 1,7 vergibt oder weil du vielleicht aus einem Haushalt kommst, wo deine Eltern nicht gerade Multimillionäre sind. Es gibt ja Stipendiengelder für solche Fälle. Dann hast du überhaupt erstmal eine Unterhaltung mit Universitäten zu reden, und zwar mit vielen Universitäten in den Top 100, die finanziell gut aufgestellt sind, dir Vollstipendien zu geben. Da gehört natürlich noch ein bisschen was zu. Der 1,7er Schnitt oder besser, der öffnet dir überhaupt erstmal die Tür. Auch nicht bei allen Unis. Ich möchte jetzt ein bisschen das Ganze wieder abgrenzen. Ein 1,7er Schnitt oder besser erlaubt dir definitiv eine Zusage zu bekommen bei Top 100 Universitäten, wenn dein Profil ansonsten auch stimmt. Sprich, du hast vielleicht gute Praktika, hast ein tolles Profil, was ehrenamtliches Engagement angeht, hast vielleicht Leadership-Positionen inne, warst vielleicht mal Kurssprecher, Kurssprecherin, bist sportlich auf einem besonderen Niveau, vielleicht hast du zusätzlich zu den guten Noten mal in einer Nationalmannschaft für Deutschland gespielt, geschwommen, gegolft, gelaufen etc., dann gehen die Chancen natürlich nochmal höher. Aber wenn du bei schlechter als 1,7 bist, was jetzt mein Fall war zum Beispiel, ist auch nicht schlimm, ich hatte ein Abi von 2,5, alles gut, dann kommst du trotzdem rüber, dann verschwinden nur die Chancen der Vollstipendien etwas. So, also, das heißt bei 1,7 plus, ohne jetzt ins Detail zu gehen, einem sonstigen auch soliden Grundprofil, sind definitiv Zusagechancen von Universitäten da, die die Power haben, finanziell dich zu fördern. So, wenn man jetzt mal ganz krass runtergeht Richtung 1,0, dann muss man Folgendes verstehen, einfach nur damit du da auch realistisch unterwegs bist. Harvard ist jetzt als ultimatives Flaggschiff vielleicht die amerikanische Universität überhaupt. Da hättest du mit 1,7 noch keine Chance reinzukommen. Ich sage dir so, wie es ist.
selbst wenn du einen 1,1er Schnitt hast, bist du in den meisten Fällen raus. Also vom 1,1er Schnitt umgerechnet auf den amerikanischen NC reicht das oftmals noch nicht. Bei 1,0 guckt man sich das an, muss aber nicht unbedingt klappen. Du solltest für Harvard speziell eine solide 0 vom Komma haben. Heißt also mehr 15 Punkte, mehr 1 plus als 1. Und das ist, wie gesagt, nur auf der akademischen Seite. Ja, dann solltest du auch noch andere Sachen zu tun haben. Das heißt, wenn man jetzt über die Top 100 Unis redet und über die sehr starken finanziellen Unis, solltest du für dich klar haben, dass es da immer noch eine Gewichtung drin gibt. Ob es jetzt die beste der Ivy League Universitäten sein soll oder ob du sagst, ich bin offen, nur einen Blick in die anderen sehr guten Unis zu werfen, die jetzt aber nicht unbedingt in den Top 10, 20 oder 50 gerankt sind, sondern eben in den Top 100, was immer noch extrem gut ist, wenn man sich überlegt, dass es 5.300 Unis gibt. Also, nochmal zusammengefasst. Du hast mit einem 1,7er Schnitt auf der akademischen Seite die Chance, in Top 100 Unis angenommen zu werden. Und Top 100 Unis sind statistisch gesehen die, die finanziell am besten dastehen. Mehr Informationen möchte bitte nichts rein interpretieren jetzt, dass es auf jeden Fall klappt oder dass du auf jeden Fall angenommen wirst, dass du auf jeden Fall ein Stipendium bekommst. So ist es nicht, aber statistisch bewegst du dich da in einer Gegend, wo es viel mehr möglich wird, als wenn du einen Schnitt von 1,7 oder schlechter hast. Und jetzt ist es einfach für dich ganz wichtig zu verstehen mit dieser Information, okay, wo ist mein Schnitt? Vielleicht guckst du dieses Video auch und du bist bei einem 3-Komma-Schnitt unterwegs. Auch okay. Dann hat man immer noch die Chance, bis in eine Top 20% gerankte Uni zu kommen. Bei 5.300 Unis ist das ungefähr eine Uni, die in den Top 1.000 gerankt sind. Das kann jetzt sehr überwältigend sein, deswegen meine Einladung an dich. Wenn du nicht möchtest, dass dieses Video jetzt eine Zeitverschwendung für dich war, weil du irgendwie sagst, ich habe keinen 1,7er Schnitt oder ich bin viel besser als 1,7 und ich habe sky high ambitions, ich möchte eine Top 20% Uni, dann komm auf uns zu, damit wir dir individuell dein Profil einmal analysieren können. Wir haben unter diesem Video dazu extra einen Kalender verlinkt für eine kostenlose Erstberatung. Also wir können dein Profil analysieren, wir werden dir ein paar Fragen stellen und herausfinden können, gemeinsam mit dir, ob und wenn ja, zu welchem Preis wir dir tatsächlich helfen können, ein Studium in den USA möglich zu machen. Es kann ja sein, dass du nah an ein Vollstipendium rankommst, aber es nicht ganz reicht für ein Vollstipendium. Was sind dann die Restkosten? Ist es vielleicht trotzdem noch möglich, weil es günstig genug wird? Oder solltest du dir über was anderes Gedanken machen? Solltest du, wenn dein USA-Traum steht, vielleicht eher über ein Praktikum in den USA Gedanken machen, um dann dort später so zu arbeiten? Wie auch immer du gerade stehst zu dem Thema USA, Praktikum, USA, Studium, Studium in einem anderen Land, komm auf uns zu, wir können dir auf jeden Fall helfen, dein Profil kostenlos zu evaluieren. Und dann hast du auch eine Möglichkeit, mit deiner Familie mal darüber zu reden, ob das möglich ist. Wenn dir dieses Video weitergeholfen hat, abonniere bitte diesen Kanal. Uns hilft das total, oder teile dieses Video auch mit anderen Leuten, wenn du weißt, du hast vielleicht jemanden in der Klasse, für den dieses Video interessant sein könnte, weil er vielleicht ein super gutes Abi hat. Teil uns gerne, kommentier unter diesem Video, wenn du eine weitere Frage hast zu diesem Thema. Wir freuen uns auf jeden Fall von dir zu hören und bis ganz bald. Ciao.